Österreichs Kinder kommen da auf ganz andere Ideen in den Ferien. Die wahrscheinlich ungewöhnlichsten davon haben die Kids in St. Michael in Salzburg. Oder haben Sie schon wo Kids gesehen, die freiwillig Autos schieben, Sand tragen und mit Boxausrüstung in den Ring steigen? Und das alles für einen guten Zweck, für die Kinderkrebshilfe. Und da geben die Kids fast alles, wobei schon die Kleinsten wissen, es ist alles nur Show. Aber der Spaß hört sich auf, wenn man dann doch hunderte Kilos zu bewegen hat. Und so mancher Jungsalzburger sorgt für starke Überraschungen. Und wenn sich Kinder für andere Kinder einsetzen, dann kommen natürlich auch einige Prominente, zum Beispiel die Ballstars von Red Bull Salzburg. Ich finde, das ist eine super Sache und gerade wenn es sowas ist für Kinderkrebshilfe. Ich werde selber jetzt bald Papa und da glaube ich, ist das eine tolle Sache, wenn man da ein bisschen helfen kann. Ich tue das gern und wie gesagt, da bin ich immer dafür bereit. Und so kann auch wirklich was bewegt werden. Initiator Mario Schitter darf der Kinderkrebshilfe ganze 20.000 Euro übergeben. Salzburg macht den Anfang und vielleicht ziehen schon bald andere Bundesländer in den Ferien nach.